Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Neues Stadionareal nimmt Gestalt an und zweiter Versuch für Zwickifax Nummer 6. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Seien Sie willkommen aus dem Herzen der Stadt, aus der alten Münze, aus dem Sendestudio von Television Zwickau bei Tag aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Auf der Stadionbaustelle in Eckersbach geht es sichtlich voran. Daran konnten auch die Niederschläge der letzten Woche nichts ändern. Rund 25 Bauarbeiter sind derzeit vor Ort und mit den Fundamenten für die Zuschauertribünen beschäftigt. Auch wo sich die Parkplätze befinden und welchen Verlauf die Zufahrtsstraße haben wird, das kann man bereits sehr gut erkennen. Die neue Fußballarena in Eckersbach nimmt allmählich Gestalt an. Da, wo 1999 noch 10.900 Zwickauer zu Hause waren, können ab der Saison 2016/17 mehr als 10.000 Fans ihrem FSV zujubeln. Ungeachtet der jüngsten Wetterkapriolen gehen die Arbeiten planmäßig voran. Na, gegenwärtig werden die Fundamente, die Streifenfundamente für die späteren Tribünen betoniert vor Ort mit Schalungsbeton. Und das sind in Summe 4, ich sag mal, Betonstreifen. Die mittleren Betonstreifen werden gegenwärtig realisiert, auf allen Tribünen zeitversetzt. Letzte Woche hat uns das Wetter ein bisschen reingeschlagen von den starken Niederschlägen. Gleichzeitig wird natürlich der Erdaushub weiter vorangetrieben, dass wir auf die Sohle des späteren Spielfeldes mal kommen. Da sind wir ca. bei 90%. Also es ist nur noch ein kleiner, großer Haufen, der abzutransportieren werden muss. Die Flächen, die quasi freigegraben werden, dieses Material wird dann im Umfeld mit eingebracht. Wir haben dort genug Möglichkeiten in den angrenzenden Bereichen, die zwei getrennten Parkplätze für Heim- und Gästefans sowie der Trainingsplatz, dort das Niveau entsprechend zu regulieren. Schaut man aufmerksam über die Baustelle, kann man schon gut erkennen, wo sich einmal die Parkplätze befinden werden, welchen Verlauf die neue Zufahrtsstraße nimmt und an welcher Stelle das Funktionsgebäude des Stadions stehen wird. Na, wir haben zwei offene Parkplatzbereiche, großflächig für die Besucher. Das ist einmal die Heimzuschauer. Der ist sehr großzügig gestaltet mit, ich glaube, über 700 Parkplätzen. Und dann nochmal der Gästebereich, lokal getrennt, dass es da keine Vermischung geben kann. Auch die Zuwegung auf diese Parkplätze hier im Stadionareal ist getrennt möglich. Und dann gibt es noch am Funktionsgebäude, an dem dreigeschossigen Bau, noch einen VIP-Parkplatzbereich, auf dem dann, ich sag mal, die VIPs gesondert zugewiesen werden. Vom VIP-Parkplatz kommt man direkt zum Funktionsgebäude. Die Fläche für die Bodenplatte ist bereits markiert. Drei Geschosse werden anschließend darauf errichtet. Im unteren Bereich ist komplett der Spielbetrieb abgedeckt. Das heißt, das sind die Umkleidekabinen für die Spieler. Das sind in der Summe drei Umkleidebereiche für Gäste, für Heim und nochmal eine Option. Dann gibt es die ganzen Bereiche für Ärzte, für die Dopingkontrolle, für die Nachuntersuchung. Dann gibt es einen Verwahrbereich für die Sicherheitskräfte, also Polizei, falls es da mal jemand gibt, der irgendwo separiert werden muss. Dann haben wir die mittlere Etage. Das wird zukünftig die Geschäftsstelle des FSV Zwickau, großzügiger Bürokomplex. Und angrenzend noch den Pressebereich, der an den Spieltagen quasi noch, wo der Spielbetrieb ausgewertet werden kann. Und dann haben wir die dritte Etage ganz oben, das ist der Businessbereich und Logenbereich, der ausgestaltet werden kann, wo man freien Blick aufs Spielfeld natürlich hat und zur anderen Seite nach Zwickau raus. Das ist glücklich durch die Topografie, das bietet sich ja an.
Es entsteht aber nicht nur Neues auf dem Stadiongelände. Einige Leitungen und Schächte aus der Zeit, als die Max-Planck-Straße noch Wohngebiet war, können für die Fußballarena weiter genutzt werden. Das gesamte Baugebiet, was wir jetzt neu strukturieren, war ja früher mal ein klassisches Wohngebiet. Und da existieren noch die gesamten Entsorgungsleitungen, was Abwasser angeht, entsprechend die ganzen Schächte. Da wir das ganze Geländeniveau anpassen und höher bringen, durch die ganzen Erdbewegungen, ist dort auch erforderlich, dass wir die Schächte verlängern auf das zukünftige Niveau. Und dafür wurden die Schächte eben einfach erhöht. Neben den Abwasserschächten liegt auch die Trinkwasserleitung für die Kioske auf den Tribünen bereits in der Erde. Für die künftige Zufahrt, die von der Makarenko-Straße auf den Heimparkplatz führen wird, stehen die Arbeiten noch aus. Ja, die Zufahrtsstraße wird komplett neu angelegt. In der Zufahrtsstraße werden auch neue Medien herbeigeführt, insbesondere Trinkwasser für die Versorgung von Hydranten, für die Löschwasserbereitstellung und auch für das Trinkwasser im Funktionsgebäude. Die Zufahrtsstraße ist neu nivelliert worden und ja, ist gegenwärtig, sag mal, eine Schotterstraße, die dann später noch komplett aufgebaut wird. Obwohl die Niederschläge den Tiefbau in der letzten Woche eher erschwert als erleichtert haben, kann die Bauleitung dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen. Was wir dabei feststellen konnten, ist, dass der Untergrund natürlich bei schweren Baugeräten auch entsprechend nachgibt, wenn er insbesondere aufgeweicht ist. Und es wird an den geeigneten Stellen jetzt nochmal Bindemittel beigemischt der Oberfläche, sodass die sich stärker verfestigt, sodass wir, wenn wir dann auch in die Wintermonate hineinkommen, dort einen besseren Grund haben für die Verkehrsanbindung von schweren Geräten. Ähnliche Überraschungen wie beim ursprünglich geplanten Ausbau des Westsachsenstadions dürften also ausbleiben. Dennoch werden noch einige Wochen ins Land gehen, bevor die Arena zu wachsen beginnt. Die Fans des FSV Zwickau müssen sich also nach wie vor in Geduld üben oder auf die Webcam schauen. Ja, man wird jetzt an allen Ecken und Enden hier auf dem Baugebiet Personal, Bagger sehen. Es wird überall gleichzeitig gearbeitet. Man sieht jetzt sicherlich nicht so die Fortschritte wie vor ein paar Monaten noch, weil alles gleichzeitig passiert. Die Bodenplatte wird vorbereitet fürs zukünftige Funktionsgebäude. Das ist jetzt mit einem Schwerpunkt. Das heißt, erstmal werden Gräben gezogen, die Zuleitungen und Abflussleitungen unter der Bodenplatte werden eingebracht. Die Bodenplatte soll bis Ende September fertiggestellt werden und dann werden die Geschosse draufgestellt, sodass wir vor dem Winterbeginn dort ein geschlossenes Gebäude für den Innenausbau haben. Auch die Fundamente für die Tribünen sind bis Ende September in der Erde. Die eigentlichen Tribünen, die dort auflagern, die werden ja im Betonwerk produziert. Die kommen hier als Fertigteil auf die Baustelle und werden dann formal gesehen nur draufgesetzt. Das geht dann relativ flott voran. Im August 2016 soll die Arena fertig sein. Halten die aktuellen sportlichen Erfolge des FSV an, dürfen sich die Fans im kommenden Jahr nicht nur über ein neues Stadion, sondern auch über den Aufstieg in die dritte Liga freuen. Werbung. Citykoff für Hauchstein. Ein Traditionsunternehmen hat seinen Standort gewechselt. Seit April ist das seit Jahrzehnten in Zwickau bekannte Friseurgeschäft in die Hauptstraße Nummer 55 gezogen. Viele Stammkunden, die die gemütliche und familienfreundliche Atmosphäre seit vielen Jahren schätzen, fühlen sich nun im neuen, hellen Domizil wieder gut aufgehoben. Trotz eines gut gefüllten Bestellbuches freut sich das Team auf weitere Neugierige. Haben wir auch Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei Citykoff für Hauchstein im Herzen von Zwickau. Das war ein Gewerbeobjekt der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. GGZ. In Zwickau zu Hause. Haben Sie Lust auf einen Zeitsprung in einzigartige Schlosskulissen? Dann sind Sie eingeladen zur 15. Nacht der Schlösser im Zeitsprungland. Erleben Sie märchenhafte Familienabenteuer oder freuen Sie sich auf einen geschichtsträchtigen Abend auf Schloss Blankenhain. Oder die Taschenlampenführungen mit unheimlichen Geschichten auf Schloss Wildenfels. Erstmals mit dabei die Rochsburg mit einer spannenden Fledermaussuche im Dunkel der Nacht. Zur Nacht der Schlösser bleiben keine Wünsche offen.
Seien Sie am 29. August dabei, wenn die Schlösser der Region ihre Tore öffnen. Mehr Informationen unter www.nachtderschlösser-zwickau.de und auf Facebook. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Treten Sie ein in eine spektakuläre Welt. Spektakulär. 20 Jahre Fliegende Sachsen. Eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Theater Plauen-Zwickau am 10. Oktober in der Stadthalle Zwickau. Bekenne Farbe. Eck mal wieder an. Sag ja zu mehr Charakter. Der Citroën C4 Cactus. Jetzt mit Vollkaskoversicherung inklusive Haftpflicht für 19,90 Euro im Monat. Le Car, le Caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. In der Eckersbacher Heisenbergstraße wird ab Mitte Oktober ein Wohnprojekt für insgesamt 50 Flüchtlinge eingerichtet. Das Landratsamt Zwickau beauftragte dazu die European Homecare GmbH, welche unter anderem auch seit einem Jahr das Wohnprojekt in Neuplanitz betreut. Dazu mietet das Unternehmen 16 Wohnungen der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau an. In einer Mieterveranstaltung wurde darüber gestern informiert. Im Wohnprojekt Eckersbach kommen überwiegend Familien unter. Ausgestattet werden die Wohnungen mit je einem Bett, Stuhl und Schrank pro Person. Für die Wohnung insgesamt gibt es einen Tisch, einen kleinen Kühlschrank und eine kleine Küche. Die ruhige und sachliche Diskussion am Mittwochabend war geprägt von Fragen zur Sicherheit, aber auch von ersten Ideen zur Integration. Am gestrigen späten Nachmittag verunglückte in Gablenz ein 31-jähriger Biker bei einem Verkehrsunfall tödlich. Ein 59-jähriger war mit seinem Kia verbotswidrig über eine Behelfsausfahrt von der A4 abgefahren. Im Anschluss wollte er nach links auf die Straße an der Autobahn in Richtung Merane abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Yamaha-Fahrer. Das Grat prallte frontal in die Fahrerseite des Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug ca. 50 Meter weit geschleudert und verstarb noch neben seiner Maschine am Unfallort. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Johnson Controls unterstützt die Hilfe für Flüchtlinge in Zwickau. Die Mitarbeiter renovierten gestern einen Gemeinschaftsraum im Wohnprojekt Neuplanitz für Familien, die aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt geflohen sind. Die Mitarbeiter strichen Wände, bauten Tafeln auf und erstellten eine Spielecke in einem Gemeinschaftsraum des Wohnprojektes. 150 Flüchtlinge, die in Wohnungen an der Dortmunder Straße untergebracht sind, können den Raum ab sofort für Bildungskurse und Freizeitaktivitäten nutzen. Die Hilfe für Flüchtlinge ist Teil des unternehmensweiten sozialen Programms Blue Sky Involve von Johnson Controls.
regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Nach der wetterbedingten Absage, bei der im vergangenen Jahr sogar Tränen gekullert sind, nimmt Zwickifax einen erneuten Anlauf. Am 12. September gibt es den zweiten Versuch, die 6. Ausgabe des größten und schönsten Kinderfestes in Sachsen über die Bühnen und Wiesen rund um den Schwanenteich zu bringen. Damit die Himmelsschleusen 2015 geschlossen bleiben, hat die Stadt Vorsorge getroffen, und zwar bereits auf der Pressekonferenz. Es war ein großer Schock für alle Beteiligten und noch mehr für die Kinder, als die 6. Ausgabe von Zwickifax im September 2014 abgesagt werden musste. Ein Dauerregen hatte die Wiesen rund um den Schwanenteich unter Wasser gesetzt. Ein Kinderfest zu veranstalten war unmöglich. Auch eine Ausweichfläche stand nicht zur Verfügung. Damit sich das nicht wiederholt, lud die Stadt diesmal einen Ehrengast zur Pressekonferenz in die ZEV-Kantine ein. Im letzten Jahr war das noch versäumt worden. Die Folgen sind bekannt. Neben der Sonne erschienen alle Partner und Sponsoren, die Sachsens größtes und schönstes Kinderfest von Anfang an unterstützt und mitgestaltet haben. Ins Leben gerufen wurde es 2009 von der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. Ja, das war unser Baby, und jetzt haben wir ja schon die 6. Auflage, und wir sind immer wieder erfreut, dass wir mit dabei sind und machen das auch sehr gerne. Es geht darum, dass wir die Stadt Zwickau nach außen präsentieren. Die Kinderfreundlichkeit ist in Vorrang gestellt, und wir als GGZ haben, das möchte ich an der Stelle auch mal betonen, wir haben ja in unserem Wohnbestand immerhin 30 Spielplätze und investieren dort jedes Jahr ca. 50.000 Euro. Aber jetzt sind wir wieder beim Zwickifax. Wir sind auch dieses Jahr wieder mit dabei. Auf der Melzerwiese ist unser Standort. Dort werden wir unsere Wasserbälle mit in Aktion bringen. 40.000 Bausteine, dort können die Kinder wieder kreativ wirken. Dann haben wir natürlich auch einen Mini-Zirkus mit dabei. Die große Rollerbahn, so eine Kugelbahn ist wieder mit. Kinderzirkus, und als Überraschung kriegen die Kinder natürlich auch noch eine rote Nase von uns überreicht. Für das Gesamtprogramm von Zwickifax hat Karin Berg den Hut auf. Auch 2015 hält die Projektleiterin an bewährten Highlights fest, kann aber auch mit Neuem aufwarten. Wir werden natürlich den gesamten Tag mit Kindern ein Programm auf der Melzerwiese haben. Wir haben die Wiesen ähnlich gestaltet wie in den letzten Jahren, auch ein bisschen altersstrukturiert. Wir haben in diesem Jahr aus Chemnitz die mobile Rodelbahn. Wir haben im Sportbereich neue Attraktionen wie die Anschubrampe aus dem Rennschlittenbereich. Die VW-Wiese wird wieder, die lange Wiese hat eine Menge Attraktionen. Es kommt noch hinzu die Johanniter mit dem Rettungsbereich. Es ist schwer, etwas herauszuheben, weil alle, die sich beworben haben, sich wahnsinnig Mühe geben und jedes einzelne Angebot eigentlich eine tolle Sache für sich ist. In dem Maße, wie der Erfolg von Zwickifax in den letzten Jahren zunahm, wurden die freien Flächen rund um den Schwanenteich weniger. Jeder freie Zentimeter ist inzwischen ausgereizt. Im Bereich des alten Schwanenschlosses hat die Zwickauer Energieversorgung ihr Domizil. Die ZEV war am Mittwoch auch Gastgeber der Pressekonferenz. Ja, wir sind ja traditionell schon von Anfang an Partner des Zwickifax, und es ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Stadtkalender, und deshalb sind wir sehr gern dabei. Wir werden natürlich wieder sehr viel energiegeladene Stationen dabei haben, unter anderem ein Energiefahrrad, wo man Muskelkraft in Strom umsetzen kann und einen entsprechenden Widerstand überbrücken muss. Wir werden elektrostatische Experimente präsentieren, wir haben eine Hüpfburg, Kinder malen, also wieder einen sehr vielfältigen Stand. Auf der Melzerwiese können wieder Autos bemalt werden. Damit reagiert Volkswagen Sachsen auf einen vielfach geäußerten Wunsch der Zwickifax-Besucher, die sich in diesem Jahr auch wieder auf ein tolles Abschlussprogramm freuen können. Allerdings machte der angekündigte Künstler, der bereits 2014 von den Flyern und Plakaten lächelte, der Comedia-Konzept-Konzert- und Gastspieldirektion einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Geschäftsführerin Ann-Kathrin Gabel musste sich also kurzfristig um Ersatz für Frank und seine Freunde kümmern. Fündig wurde sie beim Pfannkuchentheater Dresden.
Brezel Seppel und Meister Blaukopf kommen am 12. September mit ihrem Programm Die gestohlene Zeit nach Zwickau. Comedia Konzept übernimmt auch sämtliche Kosten für die neuen Veranstaltungsplakate. Unterstützt wird das Abschlussprogramm in gewohnter Weise vom Globus Handelshof und vom Partner Wohnen in Genossenschaften. Die drei Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaften ZWG, WBG und die WEWOBAU unterstützen jedes Jahr viele Veranstaltungen, ob kulturell, sportlich oder im sozialen Bereich. Und eine Veranstaltung, die liegt uns da immer besonders am Herzen, und das ist halt Zwickifax. Einfach dort dabei zu sein, wenn tausende Kinderaugen strahlen, das ist halt immer was ganz Besonderes. Wir werden am Schluss dieses 18 Uhr stattfindende Abschlussveranstaltung auf der Freilichtbühne veranstalten und besser gesagt unterstützen. Und ja, da erwartet die Kinder natürlich jede Menge. Das ist das Pfannkuchentheater und da wird ganz viel passieren. Da werden Zauberei, da wird für die Kinder ganz besondere Attraktionen stattfinden. Ich will da noch gar nicht so viel verraten. Auf alle Fälle kann man sagen, dass sie mitmachen können, dass es Zauberei geben wird. Und lasst euch einfach überraschen, kann ich nur sagen. Also ein Blick auf die Freilichtbühne lohnt auf alle Fälle. Und die Genossenschaften freuen sich, in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein. Und am Schluss gemeinsam mit den Organisatoren, den Maskottchen Zwicky und Fax sowie den kleinen und großen Besuchern das traditionelle Feuerwerk bewundern zu können. Die Vielfalt des Programms von Zwicky Fax 6.2 kann sich erneut sehen lassen. Und da die Sonne zur Pressekonferenz anwesend war, wird sie wohl auch dafür sorgen, dass der Himmel über dem Schwanenteich am 12. September trocken bleibt. Julia Buch, die Initiatorin des Schlafkonzertes, kommt in die Schumannstadt. Anlässlich 15 Jahre Zwickau-Arkaden tritt sie morgen gemeinsam mit ihrem Mann um 13, 15 und um 18 Uhr in der Einkaufspassage auf. Zeitgleich findet ein Kartenvorverkauf für das Schlafkonzert am 22. Oktober im Haus der Sparkasse statt. Vielleicht ist die Karte ja auch ein tolles Geschenk für Freunde, einfach dem Alltag entfliehen und die Akkus aufladen. Monika Kamczyk, die jede einzelne Eintrittskarte für das Konzert gestaltet hat, wird vor den Besuchern als Malerin ihre Kunst mit Weinbildern, sogenannten Vinorellen, zum Besten geben. Das Schullandheim Kleeblatt in Ebersbrunn feiert am Samstag sein 10-jähriges Bestehen. Zwischen 11 und 24 Uhr und natürlich bei freiem Eintritt gibt es jede Menge Aktivitäten für Groß und Klein. Unter anderem erwartet die Besucher Kinderschminken, Torwandschießen und die Feuerwehrlichtentanne sowie ein Glücksrad mit attraktiven Preisen. Außerdem zu Gast die Verkehrswacht und das Antiquariat Zwickau. Für den guten Ton und Live-Musik sorgen Lorin Zacher und Pavel Oswald und seine Band. Bei Disco-Musik und Lasershow klingt dann der Tag aus. Innerhalb von nur einer Woche war das 13. Sächsisch-Bayerische Oktoberfest am 23. und 24. Oktober in der Stadthalle Zwickau ausverkauft. Deshalb gibt es nun am 25. Oktober ab 17 Uhr einen Zusatztermin. Auch an diesem Tag werden die Lokalmatadoren Stangengrüner Lausbum dem Publikum das richtige Einheizen lernen. Aus Bayern geben sich erneut die bayerischen Hirtmadeln die Ehre. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und jetzt kommt der Clou. Bis zum 25. September gibt es beim Kauf von 3 Tickets das 4. gratis dazu. Werbung. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet?
Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zogen. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Hier herkomme ich natürlich erstens mal, weil es sehr, sehr schön ist. Und damit man fit bleibt, weil in unserem Alter, da kann es schnell mal passieren, dass man nicht mehr so kann. Aber hier, das hält ihn wirklich richtig fit und schön stabil. Und dann ist es natürlich auch das ganze Fluidum wunderbar. Schöner kann es ja gar nicht sein. Man kennt sich ja und da gibt es anschließend mal immer mal ein schönes Wort und eine Rederei, einen Meinungsaustausch. Also besser kann man sich gar nicht vorstellen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Der FSV Zwickau hat in der Regionalliga Nordost weiter den Platz an der Sonne gepachtet. Durch einen frühen Treffer von Sebastian May konnte das gestrige Auswärtsspiel beim Aufsteiger aus Rathenow knapp mit 1:0 bezwungen werden. Die Zwickauer hatten aber auch das Glück auf ihrer Seite. Nach der frühen Führung boten sich dem Gegner aus dem Havelland zahlreiche Torchancen in der ersten Halbzeit, die jedoch allesamt nicht verwertet wurden. Nach dem Wechsel wurde die Partie immer zerfahrener. Die Gäste standen hinten gut, kamen aber selbst auch nicht mehr zu viel Chancen. Bereits am Sonntag geht es für den FSV weiter. Dann kommt zum Familientag der FSV Luckenwalde ins Sportforum Soyuz. Das Wetter wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Am Freitag versteckt sich die Sonne hinter dichten Wolken. Hin und wieder kann es auch etwas regnen. Bei einem schwachen Westwind erwärmt sich die Luft bis auf 20 Grad. Am Wochenende ziehen die Wolken allmählich ab. Der Sonntag wird sonnig und heiß, bei Höchstwerten bis 34 Grad. Auch die neue Woche beginnt freundlich und spätsommerlich warm. Das war sie, unsere heutige Ausgabe von Tag aktuell. Doch bevor wir uns verabschieden, noch eine interessante Meldung aus dem Rathaus. Wie uns mitgeteilt wurde, tagte gestern das Festkomitee zum Stadtjubiläum 2018. Vorschlag aus dem Stadtrat war ja unter anderem, zu diesem Jubiläum den Tag der Sachsen wieder nach Zwickau zu holen. Nach längerer Beratung hat man sich nun entschieden, sich nicht um den Tag der Sachsen 2018 zu bewerben und
die Stadtsause, den Tag der Sachsen, aber vielleicht in einem späteren Jahr wieder zurück an die Mulde zu holen. Tja, so kann es manchmal gehen. Manchmal lenken eben große Ereignisse von noch größeren Ereignissen ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr sind wir wieder da. Dann meine Kollegin Kim Wutzler. Sie freut sich auf Sie. Ciao und tschüss. Television Zwickau.